So, ihr lieben Leute von heute, ich bin mal wieder in Neverwinter unterwegs. Mal gerade die Ohrstöpselchen hier so ein bisschen neu justieren. Und ich habe also gar keine Ahnung mehr, was noch so geht. Ich bin definitiv noch in der Gilde drin. Nicht, dass ich irgendwas mit ihr unglaublich unternommen hätte in letzter Zeit. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Oh mein Gott, ich war so lange nicht hier. Also, es sieht momentan so aus, als müsste ich zu den Piraten, Skyhold und das Ganze dann eben beschützen, machen, tun. Gut, also. Müssen wir da runter? Da müssen wir hin. Wir reiten einfach mal, würde ich sagen. Giddy up! Ja, also es sind wirklich schon Wochen ins Land gezogen, seit ich das letzte Mal Neverwinter angemacht habe. Das Schöne bei einem Free-to-Play kann man da einfach sagen, man kann nichts verkehrt machen, man muss kein Geld dafür ausgeben und man kann, wenn man einfach keinen Bock hat, auch es mal links liegen lassen. Der Nachteil ist, wenn man ein High-Level-Player ist, von Level 60 oder was auch immer dann nachher die höhere Stufe sein wird, momentan ist es immer noch 60, da langweilt man sich ja. Dementsprechend legt man es doch mal zur Seite und ob man dann immer wieder zurückkommt, das ist dann die andere Frage. Und dann gibt es noch die Leute, die eventuell sogar vergessen, dass sie es auf der Platte haben. Die gibt es tatsächlich. Das bin ich zum Glück nicht. Also ich habe das durchaus noch auf der Platte, nur das Interesse ist halt nicht mehr gerade so groß gewesen in letzter Zeit. Ich hatte Smite, Terraria, Cube World, sehr viel Battlefield wieder, muss ich sagen. Aber sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir es auch weiter durchziehen werden. Vor allem Battlefield 4 kommt demnächst. Und. Außerdem stelle ich mir momentan die. Achso, Marvel. Genau, Marvel Heroes war ja auch noch dabei. Die andere Frage ist an der Stelle auch: Spielt ihr noch andere Spiele? Wenn ja, welche Spiele spielt ihr? Und tut mir noch einen kleinen Gefallen. Schreibt es in die Comments. Würde mich interessieren. Denn wir haben jetzt momentan so das kleine Problem. Oder nicht, es ist kein Problem. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, sagte ein alter Mentor von mir mal. Woraufhin ich sagte, dass es durchaus Probleme geben muss, weil ansonsten kann man keine besseren Lösungen oder Entwicklungen überhaupt erarbeiten. Nein, also es geht eher darum, dass ich momentan mir nicht ganz sicher bin, inwieweit wir die Art und Weise, wie wir es produzieren, an Let's Plays und sonstigen Kram weitermachen wollen. Also wir spielen sehr viel Verschiedenes. Und das ist auch unser Ding, also zumindest meins und Knorkers, aber auch No Aims, der auch fest zum Team mittlerweile dazugehört. Und daher, wir wollen euch schon unsere Spielarten und Zusammenspielarten und Alleinspielarten eben doch schon ans Herz legen und zeigen, wie das so weitergeht. Nur dann kann es dann sein, dass andere Spiele natürlich wieder ein bisschen in den Hintergrund rücken und daher sind wir uns gerade am Überlegen, wie machen wir das am besten. Da könnt ihr auch gerne euren Einfluss walten lassen, ohne dass ich mal was sage. Muss ich eigentlich hier wirklich hin? Oh, verfranst. Ups, Entschuldigung. Also hier lang. Wir können das entweder so weitermachen wie bisher. Dann hat man eine gewisse Reihe immer hintereinander. Also wir sagen jetzt mal, wenn es vier Battlefields sind, dann sind das meistens auch vier Battlefields einmal pro Tag eben hintereinander. Oder aber wir machen wirklich Thementage. Hört sich erstmal ganz gut an. Hat auch einen Nachteil. Man kann mal kurz gucken, wo ich hin muss. Return. You have quests here. Ich gehe mal zurück zur Konklave und guck mal, wie es da aussieht. Stellt euch so vor. 2 Tage die Woche. Jetzt muss ich kurz überlegen. 2 Tage die Woche zum Beispiel Indie. 2 Tage die Woche Shooter. 2 Tage die Woche Multiplayer MMO. 2 Tage die Woche irgendwas anderes. Es ist nur rein dahergelabert. Nicht für bare Münze bitte nehmen. Das klappt sonst nicht. Ich kenne da unsere Pappenheimer schon, die gleich wieder irgendwelche Kommentare durchschmeißen müssen. Das dürft ihr euch direkt mal stecken. Das funktioniert so nicht. Sondern wirklich so die Idee, was gefällt euch besser? So wie wir es bis jetzt machen. Einfach das von wegen, hey, geil, ihr haltet uns informiert auf Twitter, auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal natürlich auch dementsprechend. Oder ist es eher so, von wegen, ja, also wir möchten dann doch schon eher feste Tage, an denen wir wiederkommen, weil ich bin eigentlich nur interessiert an. Genau. Und darum geht's auch. Woran seid ihr interessiert? Jetzt hier zum Beispiel Neverwinter, Marvel Heroes. Seid ihr hier wegen Defiance noch eventuell? Und. Das möchte ich von euch wissen in diesem Video. Das im Übrigen relativ spät dann erstmal euch um die Ohren geschlagen wird. Gott, ich habe heute wieder einen Knoten in der Zunge, großartig. Geht euch das manchmal auch so? Mir auf jeden Fall. Juhu! Plague Tower! Hatte ich den nicht schon? Egal. Ich habe im Übrigen den Trick erhalten oder den Tipp erhalten, dass wenn ich mich ausrüsten möchte, gehe ins AH und kaufe das Zeug, weil im Prinzip ist das, was man hier so einsammelt, jetzt nicht unbedingt das Wahre, wo ich auch soweit das Recht geben kann. Recommended. Ich muss mal lesen, was ich eigentlich brauche. Wow, hör auf! Ja! Bla, danke. Dass ich, mein Krieger hüpft runter, macht einen auf breiten Arm.
Unidentified, Grey Wolf Insignia 42 und jede Menge Zeug, was ich immer noch nicht identifiziert habe. Ich müsste aber bald wieder in der Lage sein. Was haben wir denn eigentlich momentan? Plague Tower auf jeden Fall. Das ist. Muss ich das wirklich? Das ist Level 19. Ich will lieber den hier machen. Gib mir den hier. Level 42. Da krieg ich wenigstens erst aufs Maul. Da habe ich was zu tun. So, was bin ich eigentlich für eine Stufe mittlerweile? 41. Dauert noch ein bisschen. Bis ich 60 erreiche und dann die höheren Sachen angehen kann. Will ich sogar, denn. Ja, die Sache ist halt die, es kommen sehr viele Updates in nächster Zeit. Und die möchte ich dann doch mal ausprobieren. Nicht anprobieren. Man kann keine Content anprobieren. Das sieht das aus. Hier habe ich dann hier so ein Content-Pack auf der Schulter. Mach breite, schöne Schultern. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habt ihr jetzt das kleine Intro von mir gehört soweit. Ich werde mich jetzt mal hier in die Loading the Pirates Skyhold begeben. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang meinte. Neue Zone war ich noch nicht. Und müssen wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Gucken wir uns mal ganz kurz hier was an. Das sind quasi fliegende Schiffe. Also in Neverwinter, im D&D-Universum, vor allem aber im Forgotten Realms gibt es eben auch fliegende Schiffe. Darf man sich gleich mal dran gewöhnen. Und das ist unser Travel Master. Damit können wir also auf jeden Fall wieder zurück, wenn es sein muss. Haben wir irgendwo Questen nach oben? Oder unten? Oder rechts? Oder links? Die quatschen miteinander. Gut. Josh, wie man so schön im Japanischen sagt. Gehen wir mal weiter. Und folgen diesem schönen glitzernden Pfad auf zum Questgeber. Da hinten sehe ich es auch schon auf der Minimap oben rechts. Könnte man meinen UI mal ein bisschen anpassen bei Gelegenheit. Das mache ich aber dann ohne, dass ich zugucke, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu langweilig. Yay, Quest abgegeben. Yay, Quest angenommen. Nein, ich lese keine Questen. Ich bin der Nicht-Questenleser. Catching the Light und Every Last Drop. Und dann haben wir hier drüben noch ein Buch. Das lesen wir mal kurz. Hüpf. Boing, boing. Und gucken wir uns mal kurz den Quartermaster an. Ja. Also, Potions, ganz kurz gecheckt. Ich habe eigentlich noch genügend, brauche ich eigentlich nicht. Enklaven zurück, Teleportiererei habe ich auch noch. Ich habe sogar noch einen Adventure XP Boost, den ich wahrscheinlich jetzt gleich nehmen werde. Das hält wie lange? Grant Support of XP earned at Bonus Rate, weiß ich gar nicht. Probiere ich gleich mal aus. So, und du bist der Vendor. Was nimmst denn du? Du nimmst die. Hier unten sind sie doch. Wie heißen sie doch gleich wieder? Die Manticore. Okay, das ist auch relativ wurscht. Habe ich schon irgendwas, was ich verkaufen kann? Was ich momentan nicht anziehen möchte? Das ist die Catastrophe. Die will ich eigentlich behalten. Das ist nicht identifiziert. Was bist du? Die kann man schon verkaufen. Ja. Das ist mittlerweile. Also muss ich mich wieder dran gewöhnen, wie die Tasten. Das geht so schnell. Man verlernt so schnell, wie was funktioniert. Das ist unglaublich. So. Ja. Fein. Der reitet auch im Übrigen hier auf dem Tigerchen. Guck da mal. Das ist ja ein feines Teil. Ist auch ein Epic Hero. Nette Geschichte. Ich kann gar nicht reinzoomen in meinen Charakter. Fällt mir gerade ein. Also der ist echt schick, muss ich sagen. Den würde ich mir wahrscheinlich sogar selber kaufen. Guck mal kurz rein. Heavy Howler. Da ist er. New. Medium Tiger ist das. White Tiger. Oder ein Heavy Howler, wie gesagt. Oh Gott, es gibt Sachen, wo ich Geld für ausgeben würde. Oh mein Gott. Gucke ich mir dann später mal an. Weil eigentlich kriegen wir schon irgendwie hin. Also, Companions möchte ich auch mal irgendwann Animal gucken wegen der Katze oder so im Dreh rum. Oder Hirelings. Schauen wir einfach mal. Jetzt, ich quatsch mich schon wieder hier um alles drumherum. Wir reiten jetzt erstmal weiter. Und schauen mal, was mich da hinten erwartet. So, also hier muss ich definitiv was looten. Das geht ja schon mal recht fix. Okay, das war jetzt nicht anstrengend. Was haben wir hier noch? Hier haben wir jede Menge Grayscale Lizards und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mittlerweile bin ich auch ein bisschen aus der Übung geraten, was ich. Okay, was habe ich noch? Oh, die halten ja nichts aus. Ach, das ist ja süß. Lizardman haben wir jetzt als Gegner. Ist das nicht schön? Ich habe was gefunden, wo ein Ausrufezeichen dran war. Ich hasse es immer noch, dass die Sachen so durch die Gegend geschmissen werden. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe eingesammelt Black Dagger Gold Coin. Das ist die neue Bounty-Geschichte. Und hier ist die Quest. Doppelklicken. Angenommen. Neue Quest. Also auch sehr typisch WoW-like. Das soll nicht zum Negativen genannt werden. Das ist halt so. Ich hänge hier im Sumpf fest.
Die Goonies sind unterwegs. Yay. Sehr cool. So, die Distillerie. Direkt mal auch angemacht. Und vielleicht mal gerade ein bisschen... Moment, wie ging das nochmal mit der Steuertaste? Nee, mit Alt-Taste? Nee, Shift. Ach, wo ist der jetzt hier dran da? Ein Darter. Ach, das war meine Dings-Taste. Hupsala, das wollte ich eigentlich nicht. Ach ja, genau. Eine Kuh war das. Stimmt ja, stimmt ja. Langsam komme ich wieder rein, langsam komme ich wieder rein. Hat er den gerade weggepusht? Cool. Oh, eine Truhe. Das war wieder so eine Truhe, die ich öffnen kann mit Schlüsseln, was ich auch mal vielleicht machen könnte. Ein bisschen Geld investieren. Wir haben ja momentan Steam Summer Sale. So, jetzt komme ich wieder rein. Jetzt komme ich wieder rein. Jetzt habe ich es wieder. Ja, jetzt weiß ich, wie das geht. Alles klar. Ja, genau. Alles klar. Gut, wunderbar. Das war ja QWER und KKG. Das ist echt, also wie gesagt, ich habe es in einem anderen Let's Play schon mal genannt. Nach einer Weile ist es ein bisschen verzwickter wieder, weil man verlernt wirklich, wie das Spiel funktioniert. Ja, weg. Hopp. Geht mal nach hinten. Spielt da ein bisschen. Es gab ja auch einen Balancing Patch, glaube ich, wieder. Muss ich gleich mal gucken. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ausweichen, genau, da war ja noch was. Richtig, richtig. Machen platt. Kutau, hau rein. Brav. Und ich müsste, siehst du, ich hätte mal gucken können. Eigentlich will ich einen Heiler mitnehmen, nicht mit einem Tank. Das ist, glaube ich, wirklich sinniger. Den muss ich aber wieder hochleveln und dann muss ich wieder Diamanten für ausgeben. Kostet alles Geld. Naja. Und irgendwie ist das, was mich rumwirbelt, hat irgendwie einen neuen Skin bekommen. Das hat jetzt so Zacken mit dran. Aber es fällt mir wirklich gerade ein. Powers. Muss ich nochmal irgendwas neu verteilen? Nee, muss ich nicht. Ich habe einen Punkt, den ich noch vergeben kann, wo ich mir aber nicht sicher war, was ich mitmachen soll. Dementsprechend. Summons and slams down a huge blade of ice into your foes, leaving them prone. And adding 3 stacks of chill. Ich behalte einen Punkt jetzt einfach mal. Wahrscheinlich brauche ich den, muss ich den so ausgeben, weil ich sonst die hier, die 45er nicht machen kann. Ja, gut, die brauchen 45, es geht noch ein bisschen. Ich mache erstmal so weiter. So, was muss ich denn noch machen? Ich muss auf jeden Fall hier noch ganz viel einsammeln. Ich mache jetzt mal den hier. Und reite hier hoch. Noch ein bisschen im Sumpf. Ja, die Destillationsdinger sammeln. Was war denn hier? Schönes. Kraut. Muss ich das auch sammeln? Wahrscheinlich. Packen wir auch mal ein. Ah, da ist noch eine. Nee, die habe ich schon gehabt. Oben links ist auf jeden Fall noch eine Destillationsstation. Das sind doch, glaube ich, Destillationsstationen, ne? Hier. Genau, Distilled Water. Also destilliertes Wasser muss ich hier einsammeln. Warum die dann so verteilt in der Gegend rumstehen? Ja, die Logik von Fantasy ist nicht immer unbedingt so einfach zu verstehen. So, zack, weg mit euch. Also man macht der Wizard im Übrigen immer noch sehr viel Spaß. Auch wenn ich sagen muss, ein bisschen abwechseln wäre mir dann auch mal irgendwann lieb. Ach, sind noch welche in der Ecke? Den nehmen wir auch mit, komm. Die Buffen. Schleuder an. Ja gut, es. Achso, er hier. Ah, ficken. Kutau, tu was. Für dein Geld. Schubst du mal ein bisschen weg. Kann ich das mittlerweile noch nebenher? Nee, das geht natürlich nicht. Nein, ich will nicht. Kannst vergessen. Das ist ein Trapper, ne? Er fängt mich also quasi ein. Meine Hitpoints sind auch schon ein bisschen angehakt. Ja, ja, der Dot macht's. Zack, weg ist er. Die sind schon ein bisschen runter. Das sollte ich vielleicht mal gleich mal ein bisschen rasten oder so. Oh, warm wird's heute. Quest erledigt. Warm wird's heute. 37 Grad. Und irgendwas muss ich hier noch machen. Ich muss auf jeden Fall Hostile Takeover. Was ist denn das überhaupt hier? Muss ich die einfach nur töten wahrscheinlich, oder? Ist meistens so. Die kommen jetzt erstmal so angesprungen. Dann schubse ich sie wieder weg. Ich heb mal in die Höhe, beziehungsweise so. Ah, schon tot. Der hält echt nicht viel aus. Ich glaube, powertechnisch haben sie nochmal am Wizard ein bisschen rumgedreht. Die fallen ja wie die Fliegen hier. Kutau, Randa, Miranda. Zack. Wo ist denn das? Achso, das ist in Rank 2. Ihr könntet auch einfach mal wegbleiben. Ich will mit euch nicht kuscheln. Ihr seid schleimige, kleine, dreckige Echsen, die wahrscheinlich auch irgendwelche infizierten Dinge mit sich rumtragen. Ich entschub euch lieber mal ein bisschen. Ob sie wohl auch ihren Schwanz verlieren, wenn er nachwächst. Ha, ja, sehr schön. Objective erledigt. So, im Sumpf rumwarten mit dem Spaten. Kann ich auch mal Reis anbauen? Auch eine Idee. So, dann haben wir die auf jeden Fall gemacht. Nature's Bounty. Hm. Kannst du mal gucken. Kann natürlich sein, dass die hier noch damit gemeint sind. Eieiei.
Da haben sie mich aber gleich wieder hier getrappt. Trapped. Heute Abend ist wieder ein bisschen Borderlands angesagt. Allerdings sind das, ich sag ja Borderlands und mein Aufnahmetool verstehen sich auch nicht unbedingt so gut. Das ist sehr, sehr schade. Werde da in absehbarer Zeit auf jeden Fall auch mal ein bisschen umschwenken müssen. Nature's Bounty. Dass man hier aber nicht die Quest aufmachen kann. So ein Scheiß. Was ist denn Nature's Bounty überhaupt? Das ist ein Turn-In. Nature's Bounty bedeutet Herbs. Also das, was ich vorhin eingesammelt habe am Wegesrand, um mir eine schöne Medizin zu basteln oder jemand anders sich eine basteln zu lassen, muss ich also auch noch suchen. Da ich aber auf dem Weg hier hinten hin muss, ist aber alles Nature's Bounty, ne? Ja. Return, das ist Plague Tower. Ne, das will ich nicht. Also kann ich auch mal sagen, ja, gehen wir mal hinten hin. Ist ja alles auf dem Weg irgendwo. Ja, wenn man schon davon spricht, hier haben wir schon mal ein paar Kräuter wieder. Zack. Ufs. Pferde gestiegen und direkt weiter. So, ihr lieben Leute. Ich würde sagen, ganz kleine Pause. Ich reite aber direkt weiter, also nicht verpassen. Sollten wir uns dazu hinreißen lassen, dafür einen Tag daraus machen, wo wir dann immer zwei Episoden aus der einen Richtung oder aus der anderen Richtung releasen, dann seht ihr das direkt danach. Ansonsten, ihr wisst ja, morgen dann wieder reingucken. Bis dahin, Mad Mike.